Grüezi und guten Nachmittag. Mein Name ist Regina Puffer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum SolarEdge Webinar, in dem wir Ihnen unter anderem heute das neue Smart-Modul von der SolarEdge vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse an dem neuen Produkt. Durchs Webinar führt Sie der Marcel Münch von der SolarEdge. Er ist bereits seit vielen Jahren für SolarEdge tätig und ein sehr geschätzter Solarmarktpartner. Bevor es losgeht, zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wie Sie sich am Webinar können beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, dann könnten Sie die im Chat hier unten stellen. Und dann werden wir die im Lauf vom Webinar beantworten. Wenn wir allenfalls am Schluss noch Zeit hätten, könnten wir auch noch mit Handeheben schaffen. Das tun wir aber dann schauen. Oder ob wir es dann einfach dabei lassen, bei deinen Fragen stellen. Dann das Webinar zu Ihrer Information. Das wird aufgezeichnet und das stellen wir Ihnen anschließend auf unserer Homepage zur Verfügung. Und zwar finden Sie das auf unserem YouTube-Kanal. Und Präsentation von dem Webinar ist im Download-Bereich abgelegt. Die können Sie dann im Anschluss abladen. Das wäre es dann auch schon von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Marcel Münch von der SolarEdge und er wird Sie durchs Webinar führen. Super, vielen Dank, Regina, für die Einführung, für die Begrüßung. Auch von mir ein ja, ganz herzliches Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier so zahlreich zusammengekommen sind am heutigen Nachmittag und über ein neues Produkt aus dem Hause SolarEdge sprechen können. Wir fokussieren uns auf die Module, denn ja, vielleicht für den einen oder anderen überraschend, SolarEdge vielleicht bekannt als Wechselrichterhersteller. Der Wechselrichterhersteller mit den Leistungsoptimierern, machen die jetzt auch Module? Ja, SolarEdge macht auch Module. Und das schauen wir heute etwas genauer an, schauen uns die einzelnen Module an. Natürlich, was sind die Vorteile? Also erstmal die Übersicht, welche Module gibt es überhaupt und dann die Mehrwerte oder Vorteile zu den Modulen, von SolarEdge. So, damit man meine Maus besser sieht, muss ich noch den Laserpointer herholen. Genau. So, also das ganze Thema Module fällt auch unter und diesen Begriff werde ich häufiger verwenden in dem Webinar unter die Komplettlösung. SolarEdge ist mittlerweile ein Komplettanbieter, ein Systemanbieter, also nicht mehr rein ein Wechselrichterlieferant, sondern Sie sehen es hier in der Übersicht, Komplettlösung für Eigenheime. Und ich habe mich jetzt hier nur auf die Eigenheime fokussiert. Wir haben natürlich auch Komplettlösungen für Gewerbeanlagen, also für Großanlagen. Das soll aber heute kein Thema sein. Wir konzentrieren uns auf die Einfamilien-, Zweifamilienhäuser und wir sehen es hier aktuell, welche Bereiche es schon von SolarEdge gibt. Also natürlich das Modul, da gehen wir später näher drauf ein, unsere Leistungsoptimierer. Ich gehe mal davon aus, dass jeder der Teilnehmer, jeder von Ihnen, jeder von euch schon mal mit Leistungsoptimierern zu tun gehabt hat, also diese geplant, installiert hat, in Betrieb genommen hat und da schon ein gewisses Vorwissen hat, eine Vorkenntnis hat. Dann natürlich die Wechselrichter. Wir sehen es hier einphasig mit integrierter Ladestation, einphasig Standardwechselrichter, dreiphasige Wechselrichter. Und dann, wenn es weitergeht zum sogenannten Store-Edge-System, einphasig über eine Schnittstelle mit Hochvoltbatterien oder was aktuell seit Herbst letzten Jahres oder Sommer letzten Jahres ein Renner ist in der Schweiz, ein Dreiphasen-Store-Edge-Wechselrichter, an den ich Batterien, Niedervoltbatterien von LG Chem oder BYD anschließen kann. Also auch zum Thema Speichersystem gibt es mittlerweile sehr viele Lösungsanwendungen aus dem Hause SolarEdge und dann natürlich die Monitoring-Plattform, Monitoring bis auf Modulebene, Steuereinheiten,
Regelungen hier für die Smart Energy Produkte. Das ist der nächste Bereich, in dem wir mittlerweile eigene Produkte auch anbieten, einen Warmwassercontroller, einen potenzialfreien Schaltkontakt beispielsweise, um eine Wärmepumpe anzusteuern bei Überschuss oder auch Steckdosen. All das gibt es im Portfolio von SolarEdge. Und so kommen wir eben drauf, zu sagen, SolarEdge, der Lösungsanbieter, eine Komplettlösung für Eigenheim. Und da haben wir wirklich das gesamte Paket. Um nochmal auf die Vorteile vom SolarEdge-System an sich einzugehen, habe ich hier nur eine Übersicht mitgebracht. Die möchte ich immer in den Webinaren nochmal näher bringen, immer in Veranstaltungen oder Terminen auch drüber sprechen. Diese vier Vorteile, die finden sich überall in den Broschüren, in den Beschreibungen zu SolarEdge. Also warum SolarEdge installieren? Was sind die Vorteile oder auch die Unterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Systemen? Ich fange mal hier auf der rechten Seite an. Ich habe eine gewisse Freiheit im Anlagendesign. Ich kann wirklich das Dach optimal ausnutzen. Ich kann teilverschattete Bereiche mitlegen, verwenden. Ich kann Gauben, unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Ausrichtungen kann ich mit SolarEdge sehr einfach umsetzen. Und was uns bei den Großanlagen dann auch zugutekommt, wie wir es hier auf dem Bild sehen, man kann mit SolarEdge durch die Festspannung und die Leistungsoptimierer kann man sehr, sehr lange Stränge machen. Ich kann bis zu 50 Leistungsoptimierer oder bis zu mittlerweile bei den großen Wechselrichtern bis zu 13 bzw. 15 kW in einen Strang verschalten und spare mir da natürlich extrem viel an Verkabelungsmaterial. Einer der wichtigsten Punkte und ich glaube mittlerweile der wichtigste Vorteil auch in der Schweiz ist das Thema Sicherheit. SolarEdge hat, ich würde mal sagen, die sicherste PV-Lösung am Markt mit der sogenannten Safety-C-Funktion. Das bedeutet, der Leistungsoptimierer im Leerlauf hat 1 Volt Spannung an seinem Ausgang und der Unterschied SolarEdge zu herkömmlichen Strangsystemen ist, bei SolarEdge werden keine Module in Reihe geschalten, sondern Leistungsoptimierer. Also der Strang wird aus den Leistungsoptimierern aufgebaut und dadurch durch die 1 Volt Leerlaufspannung pro Optimierer habe ich dann beispielsweise in einem Strang von 34 Leistungsoptimierern habe ich 34 Volt Leerlaufspannung. Diese Sicherheitsfunktion geht noch weiter. Beispielsweise die Kollegen in den USA haben die sogenannte Norm Rapid Shutdown. Das ist eine spezielle Norm für Nordamerika. Das heißt, wenn der Wechselrichter ausgeschalten wird, muss wirklich sofort die DC-Spannung getrennt werden. Man kennt das hier in unseren Regionen als eine Art Feuerwehrschalter, Feuerwehr- oder DC-Trennschalter, Feuerwehrschalter, wie auch immer. Das SolarEdge-System macht das automatisch, also auch neue Wechselrichter, wie beispielsweise unser 30 kW-Wechselrichter oder 33 kW-Wechselrichter, die haben das schon integriert. Das heißt, schalte ich den AC-seitig aus, nehme ihm die Netzspannung, dann wird direkt das Signal an die Optimierer gegeben, runterfahren, die schalten sofort aus. Unterschied zu Safety-C ist, Safety-C, die dürfen sich bis zu, ich glaube, 30 Sekunden Zeit lassen, 30 oder 40 Sekunden, bis sie da auf ihre 1 Volt Leerlaufspannung runtergefahren sind. Und Rapid Shutdown meint eben Sofortabschaltung. Und als dritte Sicherheitseinrichtung kommt noch die Lichtbogenerkennung hinzu. Jeder SolarEdge-Wechselrichter hat eine Lichtbogenerkennung integriert. Das ist in jedem Wechselrichter. Sie müssen es einfach bei der Installation aktivieren. Mit der Set-App kann das ganz einfach im Wartungsmenü aktiviert werden. Und so haben wir da ein komplettes Sicherheitspaket schon von Haus aus, vom System aus. Da brauchen Sie nichts zusätzlich machen, keine zusätzlichen Komponenten, keine zusätzlichen Kosten. Ist alles schon in den Leistungsoptimierern und Wechselrichtern mit inbegriffen. Die vollständige Transparenz, der zweitwichtigste Vorteil meiner Erfahrung nach in der Schweiz. Also die Schweizer Anlagenbesitzer, die möchten auch die Anlage visualisieren, die möchten die Daten sehen. Man kann das mit SolarEdge bis auf Modulebene, man sieht die Werte des Moduls, man sieht die Werte des Optimierers, Eingang, Ausgang, man sieht den Strang, Wechselrichter natürlich. Also über das Monitoring
habe ich wirklich eine extrem transparente Überwachung und kann da als Installateur schon sehr viele Analysen fahren und die Anlage durchleuchten. Und dann natürlich dadurch, dass MPP-Tracking auf Modulebene gibt es auch ein bisschen mehr Ertrag. Das ist aber der Vorteil, den wir uns einfach so mitnehmen. Die anderen drei Vorteile, die sind sehr viel entscheidender, sehr viel mehr gewichteter meiner Meinung nach. Und wie gesagt, die Sicherheit und das Monitoring, die zwei wichtigsten Vorteile aktuell oder meiner Erfahrung nach bei jetzt fast 5 Jahren bei SolarEdge in der Schweiz. Genau. Also diese vier Vorteile immer im Hinterkopf behalten. Das sind grundsätzlich die Vorteile von SolarEdge. Und was das jetzt mit unseren Modulen zu tun hat, das schauen wir uns an. Als erstes mal eine Übersicht zu den Modulen. Also wir sehen hier mal so eine Übersicht nochmal etwas detaillierter aufgeschlüsselt. Welche Produkte gibt es denn für die Kleinanlagen, für die Hausdachanlagen? Also von den ganzen Softwareanwendungen natürlich über den Wechselrichter mit Ladestation, die Smart Energy Produkte. Hier sehen wir schon schematisch dargestellt die eigene SolarEdge Batterie, die wir in den kommenden Wochen auch vorstellen. StorEdge Backup Interface auch am entwickeln und wir konzentrieren uns jetzt hier heute auf die Smart Module. Hier ist noch so schön hinzugefügt vom Marketing eine Lösung vom Modul zum Netz. Und das passt natürlich sehr gut, denn ja, SolarEdge hat sehr, sehr viel Erfahrung mit Modulen, natürlich auch über Analysen mit Installateuren, Analysen von eigenen Testanlagen, der Optimierer, wie verhalten sich Optimierer mit entsprechenden Modulen. Und daraus hat sich SolarEdge gedacht, mittlerweile haben wir so ein breites Portfolio, es fehlen noch die Module. Warum machen wir nicht Module? Warum bieten wir nicht auch Module an? Und die Module, die Sie jetzt hier sehen oder die ihr hier seht, ist das aktuelle Angebot. Also wir haben ein Modul mit schwarzem Rahmen, weißem Backsheet in den Leistungsklassen 355, 360, 365 Watt. Und wir haben ein Full Black Modul mit 355 Watt und Produktgarantie, also aufs Modul ist 12 Jahre, dann haben wir eine 25-jährige Leistungsgarantie und natürlich die Garantie des Leistungsoptimierers, der bei dem sogenannten Smart Modul, und deshalb ist es ein Smart Modul, schon am Modulrahmen vormontiert ist. Also sieht so aus: Hier ist die Modulanschlussdose, hier befindet sich der Leistungsoptimierer, der wird in der Produktion schon mit dem Modul verbunden. Die Ausgangskabeln vom Optimierer, aus denen man dann den Strang bildet, die werden dann einfach bei der Installation zusammengesteckt und daraus den Strang gebildet. Und im Moment, also diese vier Modulvarianten, diese vier Leistungsklassen haben wir verfügbar und zu der komplett schwarzen Variante, zu dem Full Black Modul, gibt es im Moment eine Aktion, eine Einführungsaktion beim Solarmarkt. Also wir haben hier diese Aktion, die ersten 24 Bestellungen. Ich glaube, die Aktion läuft jetzt seit einer Woche oder seit anderthalb Wochen. Die ersten 24 Bestellungen, 10 kW und mehr, bekommen ein Modul gratis dazu. Und die Aktion läuft noch bis zum 18. Februar. Anzahl ist natürlich begrenzt, 24 Bestellungen. Also wer von euch, von Ihnen noch keine Modulbestellung platziert hat beim Solarmarkt, der kann das gleich nach dem Webinar tun. Also nicht jetzt alle in den Webshop gehen oder den Vertriebskollegen vom Solarmarkt anrufen. Gebt mir noch 15 Minuten Zeit, um euch ein bisschen mehr von den Modulen zu erzählen. Und dann könnt ihr auf den Solarmarkt, auf die Vertriebskollegen zugehen und euch natürlich hier mit dieser Aktion die erste Bestellung sichern und das erste Gratis-Modul sichern. Ich möchte auch in der Übersicht nicht außen vor lassen, dass wir bereits schon die nächste Generation in der Pipeline haben. Die Modulentwicklung, die schreitet ja im Moment rasend schnell voran. Und wir sehen es hier, wir haben jetzt die Module, die
355 All Black Module, die es gerade beim Solarmarkt in dieser Aktion gibt, die haben wir jetzt bekommen. Die haben wir jetzt erst bekommen, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hier nach Europa. Und es ist jetzt schon wirklich so, dass bereits die nächste Generation bereitsteht, dass in Kürze die nächste Produktion beginnt in den Leistungsklassen 360 bis 370 Watt. Ich zeige gleich noch eine Übersicht, wie sich das Ganze aufteilt. Hier hat sich die Modulanschlussdose geändert, also nicht mehr eine Modulanschlussdose mit beiden Ausgangskabeln, sondern getrennt. Und wir haben natürlich die Kabel hier schon schön verlegt. Der Optimierer, ihr seht es, ist hier links oben in die Ecke gewandert. Und auch hier gibt es eine Full Black Variante oder eine Variante mit schwarzem Rahmen und weißem Backsheet. 15 Jahre ist bei dem die Produktgarantie, also da konnten wir 3 Jahre mehr rausholen im Vergleich zum aktuellen Modul, und 25 Jahre die Leistungsgarantie ist gleich geblieben. Hier ist die Übersicht. Wir haben hier das Modul, das gerade verfügbar ist, das auch in der Aktion vom Solarmarkt beworben wird. Und hier sehen wir das 370 Watt Modul. Das werden wir in der Variante schwarzer Rahmen, weißes Backsheet anbieten können. Und das ist die All Black Variante, bei der wir dann 355 bis 360 Watt haben werden. Und das sind dann die nächsten Module, die zu uns kommen. Also, jetzt die SolarEdge Module kaufen. All Black Variante 355 Watt, und dann für die Anlagen, ich sag mal, die ab Sommer installiert werden sollen, die neuen Module beim Großhandel, beim Solarmarkt anfragen. Das leistungsstärkste wird dann 370 Watt haben. Wer sich jetzt gefragt hat, was ist das denn für ein Optimierer? Wir haben da einen separaten Optimierer, einen P375, dass wir nicht durcheinander kommen mit unserem Standard P370 oder P401. Also das ist ein P375, den wir speziell für unsere Module haben oder speziell für die Module so bezeichnet haben. Also 370 Watt wird das stärkste Modul sein, und dann die All Black Varianten 355, 360 Watt sind, denke ich mal, auch hervorragend geeignet für alle Anlagengrößen, Kleinanlagen, ich sag mal, bis 20, 25 kW oder vielleicht auch bis 30 kW, je nachdem, wie es beliebt. Ja, was sind denn die Vorteile? Warum sollte ich die SolarEdge-Module verwenden? Für mich der wichtigste Punkt ist das Komplettangebot, wieder zurück zu der Komplettlösung vom Hersteller, vom Unternehmen SolarEdge. Vertrauenswürdiges Unternehmen, ein finanziell sehr stark und sehr gut aufgestelltes Unternehmen, was weiter im Aufschwung ist und durch die Module jetzt sein Angebot wunderbar erweitern konnte. Also Komplettangebot, ich kann wirklich auch meinem Kunden anbieten, ein Hersteller, ich kann eine perfekt aufeinander abgestimmte PV-Anlage installieren vom Modul bis zur Ladestation von meinem Elektrofahrzeug, sagen wir jetzt mal, alles aus einer Hand. Leichter und schneller bei der Installation mit allen SolarEdge-Vorteilen. Die Vorteile haben wir vorhin schon gehört. Natürlich bei der Anlagenplanung. Leichter und schneller bei der Installation meint, ihr spart euch einfach die Montage des Optimierers auf der Unterkonstruktion. Also der Optimierer ist ja hier. Bei der nächsten Generation ist er hier links oben im Rahmen. Die aktuelle Variante haben wir gesehen, da ist er auf der anderen Seite, hier rechts oben im Rahmen. Also der ist schon befestigt. Ihr müsst nur das Modul legen, steckt einfach die Ausgangskabel des Optimierers zusammen und könnt euch so einen Arbeitsschritt sparen. Höchste Qualitätsstandards von SolarEdge. Also wir produzieren die Module nicht selber, wir lassen die fertigen von einem Modulhersteller, haben aber in der Produktion des Moduls und in der Montage natürlich Mitarbeiter von uns zur Qualitätssicherung, auch zur Prüfung, Endabnahme, Endkontrolle und so weiter, sind SolarEdge-Mitarbeiter vor Ort, damit wir eben unser Qualitätsmanagement
Qualitätsanspruch auch für die Module in den Markt bringen können. Und hier steht noch vereinfachte Logistik und Anlagenplanung. Das meint natürlich, ihr müsst nicht darauf achten, habt ihr alle Optimierer, die ihr braucht für die Baustelle, habe ich alle 38 Optimierer zusammen für meine Anlage? Nein, ihr habt einfach die Module, die werden euch geliefert auf die Baustelle, da sind die Optimierer schon dran, da braucht ihr keine Sorgen und keine Gedanken mehr machen. Wenn wir uns das genauer anschauen, vollständiges Angebot, das meint natürlich das, was ich gerade in dieser Übersicht schon erwähnt hatte. Einfacheren Service, einzige Produktgarantie. Das heißt auch, ihr habt natürlich im Ereignisfall, im Servicefall, ihr habt einen Ansprechpartner. Es ist ein SolEdge-Modul, es ist ein SolEdge-Leistungsoptimierer, ihr verwendet einen SolEdge-Wechselrichter, ihr habt alles von einem Hersteller, müsst euch nur an den wenden. Ihr könnt den Service, egal zu welchem Produkt, über einen Hersteller abwickeln. Ihr habt nicht mehr drei, vier, wie viele verschiedene Hersteller auch sonst im Boot, sondern ein Ansprechpartner, ein Hersteller, ein Garantiegeber. Reduzierte Installationszeit und geringere Kosten hatte ich eben schon erwähnt. Und ich glaube, jetzt hast du eine Frage, Bettina. Ja, genau. Ja, ich habe eine Frage reinbekommen von einem Teilnehmer, der möchte gerne wissen, wie kann ein defekter Optimierer ersetzt werden? Ganz einfach, man kann ihn am Modulrahmen abschrauben und mit einem neuen ersetzen. Also die sind mit einer Schraube, glaube ich, am Modulrahmen sind die befestigt oder mit zwei. Die kann man ganz einfach lösen und bekommt einen neuen und kann den ersetzen. Also sehr einfach auch bei Wartung oder Servicegeschichten. Okay, danke. Da ist noch eine Anschlussfrage von gleichen Teilnehmern. Wie werden die Optimierer in der Kompatibilitätsliste bezeichnet? P375? Ich glaube, die sind noch nicht in der Kompatibilitätsliste, aber sie fallen in den Bereich der Optimierer P370. Also es ist ein, ich sag mal, umbenannter P370, also kompatibel zu Add-on-Optimierern, wenn jetzt eine Anlage erweitert werden soll beispielsweise, sind die SolEdge-Module zu dem P370, P401 oder auch P500. Das sind die Optimierer von der gleichen Baureihe. Werden wir sicher noch in die Kompatibilitätsliste mit aufnehmen. Okay, danke dir. Und dann noch ganz konkrete Fragen zu den Modulen. Also das eine ist das Herkunftsland der Module, respektive wer produziert die Module? Das Herkunftsland ist China und die Module, die aktuell vertrieben werden, also die auch beim Solarmarkt in der Aktion gerade verkauft werden, die kommen von LONGi. Also LONGi produziert die für uns, macht das Label drauf, dann sind es SolEdge-Module, aber der Produzent, der Lieferant der Module für uns, das ist LONGi. Kein so kleines Unternehmen, ich glaube, der größte Modullieferant der Welt. Genau. Okay, danke dir. Gerne. So, einfache Zuordnung des physischen Anlagenlayouts mit nur einem Scan der Vorderseite. Das meint, man kennt es natürlich, da kommt später auch noch eine Übersicht. Wie kann ich denn die Optimierer zuordnen, wenn ich jetzt die Module gelegt habe? Muss ich das mit dem Modul irgendwie mit einer Hand hochheben, mit der anderen Hand scannen? Nein, ihr könnt die Module legen. Ihr seht es hier ganz klein, da oben links ist der Barcode drauf und die Modulseriennummer, aber auch der Barcode für den Optimierer wird nachher nochmal größer dargestellt. Also ihr könnt das auch von der Vorderseite aus scannen. Genau, hier sieht man es nochmal deutlicher. Der Kollege macht es vor. Einfaches Mapping. Da kann man mit der Sitemapper-App den Optimierer, der sich hinten am Modul befindet, dem physikalischen Layout der Anlage zuordnen, also seinem Modul, seinem Ort, dann im Layout. Genau. Also nochmal zusammengefasst, einfachere, schnellere Installation, dadurch, dass ihr euch den Montageschritt des Optimierers spart, der ist am Modulrahmen befestigt. Ihr installiert eure Unterkonstruktion, ihr legt die Module drauf, ihr verstringt ganz normal die Optimierer. Ihr habt
Bei der Anlagenplanung, ihr wählt euch im SolarEdge Designer das SolarEdge Modul aus. Da ist automatisch schon der passende Optimierer dran. Der Designer beachtet natürlich auch beim SolarEdge Modul die Mindest- und Maximalanzahlen an Optimierern, gibt euch immer die richtige Anzahl schon an und ihr bestellt einfach beim Großhandel das SolarEdge Modul plus den passenden Wechselrichter, den euch der Designer auslegt. Und dann seid ihr schon fertig. Ihr bekommt nur in Anführungszeichen die Module geliefert plus den Wechselrichter. Habt keine zusätzlichen Boxen mehr für die Leistungsoptimierer und spart euch so vielleicht auch nochmal Lagerkosten. Das Handling wird einfacher. Ihr habt einfach nur die Module und die Wechselrichter und habt einen Teil sozusagen weniger. Ja, die Mehrwerte für den Hausbesitzer, die sind ja fast identisch zu denen des Installateurs, außer dass der Hausbesitzer natürlich auch ein bisschen auf die Ästhetik schaut, auf das Aussehen. Also ich denke, mit den Modulen schwarzer Rahmen, weißes Backsheet oder auch die All-Black-Variante haben wir da schon ein sehr ansprechendes Design, wie es auch im Markt aktuell sehr gefragt ist. Sorgenfreiheit dank Produkt- und Leistungsgarantie, also wie gesagt, 12 Jahre Produktgarantie aufs Modul, 25 Jahre Leistungsgarantie, 25 Jahre Garantie auf die Optimierer, 12 Jahre Standardproduktgarantie auf den Wechselrichter. Also besser geht's nicht für den Eigenheimbesitzer. Da ist er wirklich komplett abgedeckt, hat wie gesagt alles von einem Hersteller, alles von einer Firma vom Modul über den Optimierer bis zum Wechselrichter. Also Garantie und Service dadurch sehr viel einfacher und die SolarEdge-Vorteile nochmal erweitert durchs Modul, also auch die Qualitätsstandards, die hohen Qualitätsansprüche von SolarEdge beispielsweise bis zum Modul. Also nochmal zurück, ich springe nochmal einmal zurück zur Übersicht der Module, damit wir es nochmal uns verinnerlichen können. Also die 355 Watt All-Black-Variante aktuell beim Solarmarkt verfügbar. Nutzt diese Einführungsoption. Platziert eure Bestellungen, seid da schnell, verpasst das nicht. Ein Modul umsonst ist nicht zu unterschätzen, also nehmt das auf jeden Fall mit und dann habt schon im Hinterkopf für Anlagenplanungen und Installationen dann ab Sommer die 370 bzw. 355 und 360 Watt Module, die dann demnächst kommen. Die Datenblätter, ich habe es hier unten hinterlegt. Die gibt es, glaube ich, seit dieser Woche oder seit letzter Woche schon auf unserer Homepage. Also ihr könnt euch die schon anschauen, ihr könnt euch die Datenblätter schon runterladen, ihr könnt damit schon planen. Ich glaube, die Produkte werden jetzt im Februar-Update auch in den Designer eingeführt werden und dann könnt ihr die Varianten von 355 bis 370 im Designer planen und könnt damit eure Angebote für die nächsten Wochen schreiben. Marcel, ich habe noch mal eine Gerne. Frage reinbekommen. Und zwar, wie lange ist die Dauer der Ersatzteilgarantie auf die Module, also mit identischen Abmessungen? Okay. Damit Ersatzteilgarantie. Damit kann ich jetzt nicht direkt was anfangen. Das weiß ich nicht. Das müsste ich abklären. Okay. Nein, Dann. müsste ich abklären. Fällt mir jetzt dazu nichts ein. Also nehme ich mir gerne mit im Nachgang die Frage. Ja, gut. Alles klar. Danke dir. Gut. Ansonsten, die Vorteile, denke ich mal, sind klar. Mehrwerte für Installateur und Hausbesitzer. Und ich glaube, wir haben die
halbe Stunde, die wir angesetzt haben, ganz gut rumbekommen, ganz gut fühlen können. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Anfang der Woche ging ein Newsletter raus, gingen unsere Einladungen raus an alle Installateure, dass die SolEdge Games nächste Woche starten. Das ist eine Vortragsreihe mit einem ja, Gewinnspielcharakter. Wir werden das über 4 Wochen lang anbieten. Ihr seht es rund um Verkauf, rund um Planung, Installation, Smart Energy Management. Also wir haben Woche für Woche verschiedene Themen aufbereitet, haben zum einen Informationswebinare, zum anderen offene Diskussionen in sogenannten ja, Roundtables, haben wir es jetzt mal genannt. Also wo es nur eine kurze Einführung gibt und dann eher ein offener Austausch stattfindet. Und ich glaube, am Ende jeder Woche gibt es auch Gewinnspiele und ihr seht es hier, Hauptpreise, eine Reise nach Israel, wenn es natürlich wieder möglich ist, in unsere komplett automatisierte Fertigung, die nach dem Firmengründer Guy Sella benannt wurde, der verstorben ist. Und zweiter Hauptpreis, Reise nach Ungarn, wo wir auch Batterien fertigen werden, also auch für unsere eigene SolEdge-Batterien und natürlich Leistungsoptimierer, diese mal zu besichtigen. Also sind schon tolle Preise, gibt natürlich noch viele andere. Natürlich, wie es bei Spielen, Games oder wie Sie es hier genannt haben, so üblich ist, auch Medaillen werden wahrscheinlich vergeben werden. Also eine schöne Geschichte. Wer es noch nicht gemacht hat, schaut einfach mal in den Newsletter rein oder auf unsere Homepage und meldet euch an. Und natürlich alles rund um den Verkauf oder Installation, da kommen auch wieder die SolEdge-Module, die sind natürlich fester Bestandteil in unserem Portfolio und sind da fest mit drin. Gut, soweit mal. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch, denke ich mal, Zeit, falls noch Fragen offen sind. Ich beantworte sie gerne. Also wer jetzt noch eine Frage hat, gerne in den Chat stellen. Ja, Und danke Marcel. Dann würde ich doch schon mal darauf hinweisen, was wir als nächstes für Webinare durchführen werden. Und wenn noch Fragen kommen, würde ich dir die gerne noch stellen. Gerne. Wir haben jetzt aufgrund der Skiferien, die jetzt sind, die Sportferien, haben wir eine kleine Pause. Wir machen mit eigenen Webinaren in der Woche vom 24. Februar weiter. Und zwar, ich zeige Ihnen das gerade. Moment, muss da schnell was ändern. So, jetzt sollte das klappen. Genau. In der Zeit bis zu den eigenen Webinaren ist zum Beispiel eine WATA-Zertifizierungsschulung, die wir für WATA ausgeschrieben haben, oder dann eine von Huawei, wo der Luna vorgestellt wird und so weiter. Wir kommen dann am 24. mit einem Solarmanager-Webinar, das am Vormittag stattfindet, und dann am Nachmittag stellen wir dann Repa Press Sunline, die Absturzsicherung vor. Was da auch noch ausgedehnter angesprochen wird, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die sind ja immer sehr wichtig. Und dann einen Tag später ist eine Kostal Solarspeichersysteme und Wechselrichter-Webinar mit den Neuheiten von 21. Genau, und Sie sehen, wir haben wie auch schon in der Vergangenheit ganz viele Webinare von Lieferanten. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Immer wenn der Lieferant oder unsere Lieferanten uns informieren, dass sie eigene Webinare durchführen, nehmen wir die bei uns auf. Das heißt, wenn Sie daran interessiert sind, Webinare zu besuchen, Sie können einfach bei uns immer wieder mal auf dieser Schulungsseite vorbeischauen. Sie sehen dann, es sind zahlreiche Webinare. Im Moment sind es, glaube ich, 15 bis 20 Webinare, die da drauf sind. Und dann können Sie sich einfach das aussuchen, wo Sie dabei sein möchten. Dann auch noch ein kleiner Hinweis auf unseren YouTube-Kanal.
Dort werden wir die Webinare, die durchgeführt worden sind, hinterlegt. Dann können Sie die da nachschauen. Also zum Beispiel da schauen, die Videos. Dieses hatten wir gestern. Da finden Sie dann alle Webinare, die durchgeführt worden sind. Ist auch schon eins von SolarEdge dabei? Das, genau, das müsste auch dabei sein. Genau. Sehe ich Ja, gerade. du siehst es. Ja, wunderbar. Ja, hier, genau. Ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite. Es sind keine neuen Fragen mehr dazugekommen. Dann bleibt mir noch ganz herzlich Ihnen Danke zu sagen. Danke für Ihr großes Interesse, für Ihre Teilnahme, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Nachmittag und alles Gute. Und Marcel, auch ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Webinar zusammen machen dürften und dass wir das Smart-Modul von euch vorstellen durften. Ich freue mich, wenn Sie ein andermal wieder dabei sind. Alles Gute und auf Wiederhören.